PCR-Test, Antigentest oder Antikörpertest. Es gibt viele Möglichkeiten, um eine Infektion mit Coronaviren festzustellen. Herzlich willkommen! Die PCR-Testung ist ein Standardverfahren in der Diagnostik von Viren, das automatisiert werden kann. Dafür müssen die Proben nach dem Abstrich aus Nase oder Rachen so schnell wie möglich in ein Labor transportiert werden. Bei der Polymerase-Kettenreaktion wird das Erbmaterial der Viren so stark vervielfältigt, dass es im Labor nachgewiesen werden kann, auch wenn es nur in geringen Mengen vorkommt. Wichtig ist zunächst, Antigen von Antikörpern zu unterscheiden. Beide werden oft verwechselt. Wird auf Antikörper getestet, soll geklärt werden, ob ein Patient schon eine Infektion mit Corona hinter sich hat, ob er also schon durch Coronaviren erkrankt war. Soll aber eine akute Ansteckungsgefahr abgeklärt werden, kann ein Antigentest helfen. Dieser weist, wie der klassische PCR-Test, das Virus selbst nach, also eine eventuell gerade vorliegende akute Infektion durch Coronaviren. Antigentests, die Eiweißstrukturen von Coronaviren nachweisen, funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie Schwangerschaftstests. Dazu wird eine Probe von einem Nasenrachenabstrich auf einen Teststreifen gegeben. Falls das Virus in der Probe enthalten ist, reagieren die Eiweißbestandteile des Virus mit dem Teststreifen und eine Verfärbung auf dem Teststreifen wird sichtbar. Vorteile von Antigentests sind die vergleichsweise geringen Kosten und das zeitnahe Testergebnis in weniger als 30 Minuten. Ist der Antigentest positiv, muss dies anschließend noch durch einen PCR-Test bestätigt werden. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinschauen und wünsche Ihnen eine gesunde Woche.